So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Für mich ist es ja der letzte Arbeitstag. Sie wissen ja vielleicht, wir in Bayern haben morgen Feiertag, aber wir schauen mal nach Frankfurt. Denn gehandelt wird, und ich sehe es an deinem Gesicht, du bist vor Ort. Aber ist ja gar nicht so schlecht, dann kannst du auf jeden Fall beobachten, wie sich der DAX entwickelt und ob wir es vielleicht trotzdem noch zu 13.000 hinschaffen. Jetzt reicht es mir schon. Genau, jetzt würde es mir schon ausreichen, wenn du sagst, was wir heute gesehen haben und noch zu erwarten haben. Also ich gönne euch ja das verlängerte Wochenende und auch wir werden uns dann es morgen hier in Frankfurt gut gehen lassen und werden natürlich den DAX nicht aus den Augen verlieren. Das auf jeden Fall schon einmal vorweggenommen und uns reicht ja letztlich dann auch ein kurzes Wochenende, um uns dann zu erholen und frisch in den November zu starten. Ja, werfen wir einen Blick auf den DAX heute. Erst einmal mit Auftaktsgewinnen gestartet, leichten, ich gebe es zu, und dann kräftig wieder abgegeben, um jetzt zurück bei plus minus null zu sein, 12.910. Der aktuelle Stand beim deutschen Leitindex. Was war da heute Morgen los? Naja, US-Notenbank Fed hat im Prinzip genau das geliefert, was man schon eingepreist hatte und auch vermutet hatte. Dritte Zinssenkung innerhalb des Jahres. Was den Ausblick angeht, ist man so ein bisschen vage geblieben. Zinspause könnte schon sein. Hatte man sich vielleicht ein bisschen anders erwartet. Auf der anderen Seite ist das ja ein gutes Signal, denn dann scheint es ja zu laufen mit der Wirtschaft. Auf diesen Zug ist man aber letztlich noch nicht so richtig aufgesprungen. Und dann, nachdem wir das Thema Fett abgearbeitet hatten, mehr oder minder kam mal wieder das Thema Handelskonflikt auf und da hat sich China zu Wort gemeldet laut Kreisen und die bezweifeln wohl, dass mit Trump ein langfristiges Handelsabkommen möglich ist. Daraufhin erstmal wieder so ein kleiner Schreckmoment, um uns jetzt aber letztlich doch auch wieder zurückzuarbeiten. Also wir sind so ein bisschen richtungslos hier unterwegs und brauchen tatsächlich nur anstatt Worte tatsächlich auch mal wieder Taten und Fakten. Und eins steht auf jeden Fall fest, dieser Monat Oktober ist gut gelaufen, aktuell über 3,5% das Monatsplus beim DAX. Über 3,5%, das ist ein gutes Stichwort, geht es auch für Bayer heute hier nach oben. Gestern Zahlen, heute geht es nochmal um das Thema Glyphosatklagen und da ist ein renommierter Mediator als auch Experte in Entschädigungsfragen hat sich dazu geäußert und sagt, also er geht nicht davon aus, dass es deshalb teurer oder eben schwieriger wird, einen Vergleich zu bekommen, auch wenn es eben mehr Klagen noch gibt im Glyphosatfall, was Monsanto und Roundup angeht. Das kam gut an. Beiersdorf, E.ON, Lufthansa, Wirecard ansonsten vorne auf der Verliererseite. Der Automobilsektor wieder etwas schwächer unterwegs. Das Thema Handelskonflikt lässt natürlich auch die Autobauer nicht los. Volkswagen, BMW, Continental, aber auch Infineon im Minus und einmal mehr die Deutsche Bank gestern nach den Zahlen ja schon verprügelt. Heute gab es dann nochmal negative Analysen. Kommentare. Genau, ein Nachschlag sozusagen von der unschönen Art. Also, dir dann ein schönes Wochenende. Ich verabschiede mich dann schönes gleich. Wochenende. Ja, genau, und schönen Dank. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die Amerikaner machen. Da lief es nämlich ganz ähnlich. Zunächst einmal hatten wir gesehen, okay, es geht offensichtlich nach unten. Dann kamen die Kreise, ja, immer wenn uns Schreiberlingen nichts mehr einfällt, dann sprechen wir von Kreisen, die gesagt hätten, aber in dem Fall ist es wohl offensichtlich wirklich so gewesen, dass sich hier Stimmen gemeldet haben, zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, langfristig mit Donald Trump, das wird nichts, weil es gibt eben noch den einen oder anderen Punkt, der nicht abgearbeitet werden kann, aus Sicht der Chinesen zumindest. Denn das, was wir in dieser ersten Phase sehen, der Deal, der ja Mitte November geschlossen und dann auch unterschrieben werden soll, da geht es um diese etwas tiefer hängenden Früchte und sich dann da den Baum hochzuarbeiten, das wird sicherlich ein hartes Stück Arbeit und da werden die Chinesen garantiert noch mal ein wenig mauern. Sei es drum, also hat sich jetzt mittlerweile dann auch so ein bisschen beruhigt die ganze Geschichte. Sehr interessant, eine Grafik, die aufgebaut wurde und die einmal verschiedene Szenarien, nämlich drei an der Zahl, durchspielt für die nächsten Jahre. Und zwar gibt es hier einmal, wenn die Tarife so, wie sie momentan in Kraft sind, wenn die anhalten und fortgesetzt würden, also es gibt einen Waffenstillstand, aber am Status quo wird nichts verändert. Dann gibt es einen weiteren, nämlich dass es zu einer, zu einem Schock, Unsicherheit, Handelskrieg kommt und dann 30% auf alle China-Importe und hier oben dieses Violette noch, dass die Aktienkurse um 10% fallen. Und wenn man das Ganze dann, diese ganzen verschiedenen Szenarien aufbaut, dann sieht man, wie sich das auswirken könnte und natürlich ganz schlimm, also wenn wir diese 30%igen Strafzölle auf sämtliche China-Importe hätten, dann sieht man die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft relativ deutlich. Das würde uns die kompletten, also
bis ins nächste Jahrzehnt rein und dann 2022, vielleicht sogar 2023 und darüber hinaus beschäftigen. Und es würde das Weltwachstum, also die Weltwirtschaft, sicherlich belasten. Und Sie sehen ja hier dann an dieser Skala, wie weit es nach unten gehen könnte, also um wie viel sich das GDP letztendlich an dieser Stelle auch abschwächen würde. Also keine guten Aussichten. Die beiden Herrschaften sollten doch bitte schauen, dass sie hier in die Gänge kommen. Kommen wir zum Goldpreis. Der kommt nämlich in die Gänge. Ganz klar. Auf der einen Seite das Zinsszenario, das wir jetzt momentan haben, dieser neue Korridor, der gestern geschaffen wurde mit der Zinssenkung, aber dieses Jahr dürfte erstmal nicht mehr passieren. Vielleicht nächstes Jahr, je nach Datenlage, natürlich US-Wirtschaft. Nichtsdestotrotz auch wieder diese Spannungszunahme und darauf reagiert der Goldpreis direkt mal mit einem Sprung auf über 1500 Dollar je Feinunze und direkt bis 1510 durchgelaufen. Könnte sich also jetzt hier tatsächlich eine weitere Aufwärtsbewegung in vielleicht sogar Richtung der alten Hochsbilden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es so kräftig bleiben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt von sich aus in dieser Richtung weiterläuft. Vielleicht bedarf es da noch eines weiteren Impulses, aber die 1500er-Marke scheint jetzt erstmal gesetzt. Facebook hat klasse Zahlen gemeldet, 2,45 Milliarden Menschen einmal im Monat auf der Plattform, Umsatz besser als erwartet, Gewinn besser als erwartet, guter Ausblick gegeben, Instagram laut Schätzungen von Analysten, erneut einer der Wachstumsmotoren im Konzern und sollten die abgespalten werden, sicherlich auch sehr, sehr viel Geld wert. Das ist momentan der Eurochart, den Sie hier sehen und Sie sehen es ja im Plus mit etwas mehr als 4%. Hier sehen wir das noch nicht so ganz, genau, da fehlt es uns, fehlt uns nicht, aber ich denke, die 200-Dollar-Marke könnte vielleicht tatsächlich im Tagesverlauf noch mal in Angriff genommen werden. Ob es dann für den nachhaltigen Sprung drüber reicht, weiß ich nicht. Aber die Zahlen, wie auch die letzten Zahlen, die wir von Facebook gesehen haben, Q2, Q1, die sind tatsächlich überraschend gut ausgefallen. Für Apple gilt mehr oder weniger dasselbe. Nur, dass sie da natürlich nicht die öffentliche Kritik am Unternehmen haben. Bei Facebook ist das was anderes. Da heißt es immer, ihr verbreitet Fake News. Was passiert mit unseren Daten? Ihr beutet die Nutzer letztendlich aus. Diese ganze Problematik ergibt sich bei Apple nicht. Denen sagt man, ihr seid teuer, aber ihr macht doch tolle Produkte. Ja, und das hat man im letzten Quartal gesehen. Einen sehr schönen Ausblick für das Abschlussquartal haben sie ebenfalls gegeben. Nachfrage in China scheint sich auch wieder zu beschleunigen und zu erhöhen. Also von daher alles richtig gemacht und die Aktie weiter in der Aufwärtsbewegung. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind von knapp unter 180 gestartet im August. Jetzt haben wir die Zahlen mitgenommen. Ja, und der Ausblick ist auch gut, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass nach so einem Anstieg dann von immerhin 25%, dass sich da erstmal so eine gewisse Müdigkeit breit macht nach den Fakten, nachdem das veröffentlicht wurde und wir dann vielleicht eine Konsolidierung seitwärts oder vielleicht sogar leicht abwärts gerichtet erstmal sehen werden. Das muss man abwarten dann im November. Oktober und September waren ja wirklich tolle Monate. So, auch hier, das eine war natürlich wieder der Eurochart, das ist jetzt hier der Dollarchart, den wir sehen, aber prinzipiell ändert sich ja daran nichts. Grubhub hat es vorgestern nach der Warnung derartig geschmissen, 43% waren es im Tief gewesen, 44% sogar. Dann gestern, das sieht man hier überhaupt nicht, das ist ganz interessant. Also gestern hatten wir tatsächlich mal so eine kleine Aufwärtsbewegung, aber das ist das, was oft passiert nach diesen ganz üblen Prügelattacken auf diese Aktien, dass sie dann eine technische Reaktion erleben, dass halt viele Trader versuchen, da vielleicht irgendwo das Tief zu finden und dann 5 oder 10%, oder das geht wirklich richtig schnell, in solchen Marktphasen natürlich nach oben hin mitzunehmen. Hat aber gestern nicht funktioniert. Tatsächlich, ich glaube, am Ende waren es ein kleines Plus von 2%. Und Sie sehen, jetzt geht es schon wieder nach unten. Also da ist die Aktie noch auf Bodensuche, um es mal so auszudrücken. Und die Anleger sind offensichtlich auch noch auf Bodensuche. Haben sich sehr viele Analysten sehr, sehr negativ zum Unternehmen geäußert. Nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich weiterhin im Raum. Die Aktie ist halb so hoch bewertet wie Just Eat in Großbritannien. Die haben ja ein Angebot von Prosus bekommen. Klar, Just Eat wird sicherlich etwas schneller wachsen, überhaupt gar keine Frage. Vielleicht ist auch der europäische Markt insgesamt interessanter und wachstumsstärker. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier trotzdem noch eine Angleichung der Bewertungen in den kommenden Wochen sehen werden, sodass wir vielleicht so zumindest mal hier eine kleine Anhebung des Kursniveaus sehen. Fitbit, solange nicht bekannt ist, was sie geboten haben, solange kann man ja weiter fantasieren. Also,
Sehr schön natürlich, da kamen die Gerüchte auf, dass das Alphabet ein Gebot für Fitbit abgegeben haben soll. Ich hatte schon mal gesagt, weshalb ich das toll finde, allein schon wegen der Ersatzteilversorgung. Und ich hoffe natürlich, dass die Produkte weiterentwickelt werden und ich glaube auch, dass das für Alphabet insgesamt absolut Sinn ergeben würde. Was man braucht, sind weitere Details und solange bleibt das natürlich auch weiter auf dem Schirm. Pinduoduo, ja, Group Shopping. Je mehr Leute sich für ein Produkt entscheiden, desto billiger wird es auf der Plattform. Jetzt sind die tatsächlich schon an JD.com vom Wert der Bruttoerlöse vorbeigezogen. Was auf jeden Fall funktioniert hat, sie sind, was den Börsenwert betrifft, sind sie ebenfalls schon jetzt ordentlich in den vergangenen Tagen angesprungen. Ich glaube, es sind jetzt 45 Milliarden US-Dollar. Damit ist es eines der größten Unternehmen in China im Internetbereich überhaupt. Was ist passiert? Tja, zum einen ist natürlich die Erwartungshaltung hoch. Nach den hervorragenden Q2-Zahlen geht der Markt einfach davon aus, dass das Unternehmen, wenn es dann Mitte November seine Quartalszahlen veröffentlicht, dass sie ebenfalls wieder sehr stark ausfallen werden. Und dann gab es von Sensor Tower, also ein Branchendienst, der beispielsweise trackt, wie viele Apps in einem bestimmten Store, also entweder bei Apples App Store oder bei Google, der einfach schaut, wie oft werden diese Apps downgeloadet. Ja? Und da hat man herausgefunden, dass die App von Pinduoduo, dass die, also bei Apple Store, zu den Top-Downloads überhaupt zählt und über länderübergreifend und plattformübergreifend mittlerweile die Nummer 6 darstellt. Das ist zwar noch hinter solchen Boliden wie Amazon und Wishlist beispielsweise, aber das zeigt natürlich, dass das Momentum, das Wachstumsmomentum für die Plattform weiter hoch ist, dass die Leute offensichtlich von den Schnäppchen, die es da zu erzielen gibt, ja, und von den Discounts weiter angezogen werden. Und es deutet vielleicht darauf hin, dass wir gute Quartalszahlen sehen werden und das manifestiert sich jetzt hier in höheren Kursen. Alibaba wird morgen Quartalszahlen melden, Umsatz plus etwa um 38% wird hier angepeilt. Es ist natürlich problematisch, langsam für die Unternehmen in den Metropolregionen noch die ganz großen Zuwachsraten zu finden. Sie werden es auch weiterhin tun, aber Peking, Shenzhen, wie sie auch alle heißen, es gibt ja sehr viele große Städte in China, wie sie auch alle heißen, die sind natürlich schon zu einem gewissen Grad gesättigt. So, also was machen die Unternehmen? Sie begeben sich in die ländlichen Gegenden. Das bedeutet aber erstmal, dass sie Geld in die Hand nehmen müssen, um natürlich ihre Plattform auszubauen. Dann ist es etwas teurer, da auch die Leute zu erwischen. Und dann brauchen die auch andere Anreize, weil einfach das Einkommensniveau natürlich im ländlichen China ein ganz anderes ist als im städtischen. Nichtsdestotrotz erhofft man sich von den Zahlen dann vor allem, dass man hier weitere Entwicklungsschritte sieht und dass Alibaba hier kräftig wachsen konnte, also im ländlichen China und da vielleicht sogar der Konkurrenz noch ein wenig stärker davonziehen konnte. Ebenfalls wichtig, das Cloud-Geschäft natürlich. Die AliCloud ist der Marktführer in China. Das ist momentan auf einem Niveau von etwa, ja, 1,5 Milliarden US-Dollar und da rechnet man mit Zuwachsraten von 60% gegenüber dem Vorjahr. Also das darf es gerne sein, damit die Aktie hier endlich, ja, dann darum geht es, wenn das gut ausfällt, wenn die Zahlen gut ausfallen, wenn sie die Anleger zufriedenstellen, dann hier über diesen massiven Widerstand nach oben läuft. Und dann bin ich absolut davon überzeugt, dass wir die 200 Dollar relativ kurzfristig auch erreichen werden. Naja, morgen sind wir da alle etwas schlauer. Warten wir es ganz einfach ab. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende an dieser Stelle. Ich bin ja morgen nicht auf der Arbeit. Und ansonsten sehen wir uns Montag früh an gewohnter Stelle wieder. Bis dahin.